Viele von euch da draußen haben massive Probleme, ihren Hund zu halten, wenn er in die Leine springt. Zum Beispiel bei Fremdhundebegegnungen, wenn eine Katze kommt, wenn ein Hase kommt, der Hund so richtig in die Leine knallt und sich vielleicht sogar auch schon ein-, zweimal losgerissen hat, weil die Besitzer einfach völlig überfordert waren und kräftemäßig es nicht mehr stemmen konnten, ihren Hund zu halten. Und der Hund ist dann jagen gegangen, zum Fremdhund hingesprungen. Und das Ganze wird dann halt einfach ätzend, weil der Hund dadurch natürlich lernt, hey, ich muss nur hart genug in die Leine gehen, ich muss nur stark genug ziehen und dann komme ich an mein Ziel, dann bekomme ich das, was ich will. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie du hier am besten damit umgehen kannst, was du anwenden kannst, damit du deinen Hund in solchen brenzligen Situationen einfach viel besser unter Kontrolle hast, was du machen kannst, damit du ihn einfach besser halten kannst. Ganz wichtig, das hier ersetzt natürlich kein Training, keine Benimmregeln. Das heißt, du solltest auf jeden Fall, wenn du einen Hund hast, der regelmäßig in die Leine knallt, den du kaum halten kannst, solltest du auf jeden Fall professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, der dir einfach zeigt, wie du hier viel, viel mehr Ruhe reinbekommst, um hier erstmal effektiv daran arbeiten zu können. Aber solange das noch nicht so weit ist, logisch, Menschen machen Fehler, kann es natürlich passieren. Der Hund knallt ja trotzdem in die Leine und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Training braucht Zeit und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was du in so einer Situation machen kannst, wenn das Ganze passiert. Ich versuche euch das jetzt mal so ein bisschen an dem Zorax zu zeigen. Ich hoffe, er spielt mit. Ich hoffe, das funktioniert. Denn ganz viele haben zum Beispiel das Problem, wenn sie ihren Hund an der Leine haben, Zorax, komm auch, ne? Dass sie einfach, wenn der Hund zieht, ja, so, dann laufen sie, ja, bleiben einfach, sage ich mal, so aufrecht, ja, dann wird meistens der Arm noch länger, das heißt, da habe ich einen viel größeren Hebel und ich habe dann noch das Problem, wenn ich das mache, bleib hier, Beine durchgedrückt, so, ne, dann wandert auch mein Körperschwerpunkt ganz schnell so nach vorne und dann kann eins passieren, nämlich, dass ich einfach so mitgezogen werde, ja, den Hund nicht mehr halten kann, er zieht mich einfach hinterher und so habe ich natürlich absolut keine Chance, meinen Hund zu halten. Das heißt, ganz wichtig, erstmal Arme nah am Körper. Nächstes Problem, die lange Leine. Denn hier hat der Hund natürlich auch über diesen längeren Hebel einfach, kann er viel, viel mehr Kraft aufbringen, ja, wenn die Leine lang ist, als wenn ich die Leine einfach viel, viel kürzer habe. Als nächstes haben auch viele Menschen die Leine gar nicht so richtig in der Hand. Also hier gibt es zum Beispiel den Trick, dass man einfach so die Schlaufe um die Hand macht und dann hier so reingreift, ja, dann ist das Ganze richtig fest, ja, weil es kann auch ganz schnell passieren, wenn ich die Leine hier einfach nicht richtig in der Hand habe, ja, dass sie mir einfach aus der Hand flutscht und zack, ist der Hund weg. So, was kannst du jetzt aber machen? Also das sind so die typischen Fehler, ne, auf die du auf jeden Fall achten solltest. Also Körperschwerpunkt, ganz, ganz wichtig, Arme an deinem Körper, keine lange Leine und die Leine richtig schön in die Hand nehmen und nach Möglichkeit, wenn es geht, die Leine auch in beide Hände nehmen. Ne, da hast du auch noch mal viel, viel mehr Zugriff. So, also jetzt kommen wir mal so ein bisschen zur Technik. Ja, wir haben ja jetzt gerade schon erklärt, wenn der Hund jetzt voll in die Leine springt, ne, gerade hier bei so einem Kaliber und ich bleibe natürlich aufrecht, dann, wie gesagt, passiert das hier, ne, dann zieht er mich einfach um. Deswegen ist es ganz wichtig, den Körperschwerpunkt nach unten zu nehmen. Das heißt, dass wenn mein Hund zieht, gehe ich in die Knie. Das heißt zum einen, ein Schritt nach vorne, ja, das heißt, ich brauche erstmal einen festen Stand irgendwo, ja, wenn ich jetzt meinen Hund halten will, so, dann gehe ich in die Knie so nach hinten, ja, dann kann ich auch das Bein vorne ausgestreckt lassen und dann kann mich mein Hund gar nicht umziehen, weil da müsste er mich ja schon voll über den Boden schleifen, ne? Also Körperschwerpunkt nach hinten, Gewicht nach hinten verlagern, vorne das eine Bein noch so ein bisschen als Stütze, ja, so schafft es dein Hund nicht, dich umzuziehen und so kannst du viel, viel mehr Kraft aufbringen, deinen Hund hier im Endeffekt zu halten.
Nichtsdestotrotz solltest du trotzdem versuchen, auch wenn du mal kurz anhalten musst, damit du ihn einfach halten kannst, in der Bewegung zu bleiben. Das heißt auch keine kleinen Schritte machen, sondern einfach, ne, immer schön einen festen Stand, dass du einfach immer mal wieder einfach das machen kannst, ja, wenn dein Hund voll in die Leine springt, damit du ihn im Endeffekt viel, viel besser halten kannst. Als nächstes solltest du dir auch mal überlegen, wenn das Kräfteverhältnis ziemlich ungünstig ist, ne, wie zum Beispiel Rottweiler und, keine Ahnung, 50 Kilo zierliche Frau, ja, da wird es natürlich dann schon echt grenzwertig irgendwo, weil da sind einfach physikalische Grenzen, ne, die sind ja halt mal irgendwo gesetzt. Und da macht es definitiv Sinn, wenn du hier mal über einen Halti nachdenkst, ja, dass du hier mit einem Halti arbeitest, weil hier hast du den Hund einfach vorne so also nicht am Körperschwerpunkt, sondern du kannst ihn vorne viel mehr lenken, du hast viel mehr Einfluss, du kannst einfach den Blick einfach auch mal rausnehmen, kannst hier viel feinfühliger, viel, viel besser arbeiten und der Schwerpunkt wird einfach zu Lasten des Menschen gelegt. Ja? Ganz wichtig ist hier dabei aber auch, dass du das Ganze vernünftig aufbaust, ja? Weil ich kenne auch ganz viele, die gehen einfach daher, knallen das Halti einfach drauf und sagen, ah, das ist alles Mist mit dem Halti, das funktioniert nicht, der mag das nicht, der will das immer abstreifen. Deswegen ist es doch so wichtig, dass man hier solche Sachen einfach mal vernünftig aufbaut, damit der Hund das auch tragen kann, wie wir Menschen zum Beispiel eine Brille. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kann ich hier richtig schön mit dem Halti arbeiten. Und wenn du schon kein Halti hast, dann nimm wenigstens ein Halsband. Denn das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler da draußen, dass viele immer noch meinen, ach, das Halsband, das ist irgendwie blöd, das ist böse, da kann mein Hund Schaden von nehmen. Glaubt diesen Quacksalbern nicht, die euch so einen Mumpitz erzählen da draußen. Ja, weil, was ist denn jetzt im Endeffekt besser? Ja, dass du deinen Hund halten kannst in einer schwierigen Situation oder dass du ihm am Geschirr festmachst. Er hat dann richtig viel Kraft, er kann die meiste Kraft da reinlegen und du kannst ihn vielleicht nicht halten, er springt über die Straße. Das ist doch im Endeffekt, ist das doch viel, viel gefährlicher, ja, als das, was diese Leute erzählen, was da passieren könnte, was sowieso nicht eintritt, was sowieso nicht passiert. Ja, also das ist alles nur so Geistergeschichten, ja, dass irgendwie Wirbelsäulen, Nacken, Kehlkopfschäden, ja, also da gibt es einfach keine, also es lässt sich nicht belegen. Und wenn du auch jemand bist, der Angst haben muss, dass sich sein Hund mal irgendwann losreißt oder das Ganze vielleicht sogar schon ein paar Mal passiert ist, er zu Fremdhunden hingegangen ist, jagen gegangen ist, du einfach geschockt dastandest und gar nicht mehr wusstest, Mist, 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 was passiert denn jetzt als nächstes? Dann bewirbst du dich bei mir auf www.matteo-lüderitz.de, damit wir uns mal deine Lage anschauen können, um einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan erarbeiten zu können, damit wir mal gucken, wie holen wir dich denn hier wieder raus. Denn wenn du das Ganze so laufen lässt, dann wird das Ganze immer schlimmer werden. Das ist doch logisch, ja? Er wird immer mehr in die Leine knallen, immer öfter in die Leine knallen, weil er damit einfach Erfolg hat. Und wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, wenn du diese ganzen Techniken, die ich dir gerade gezeigt habe, wenn du sagst, hey, ich will das eigentlich gar nicht haben, ich will einfach mit meinem Hund entspannt rausgehen können, egal ob da jetzt ein Fremdhund kommt, Katze, Hase, ich will einfach meinen Hund vertrauen können, ohne hier irgendwie irgendwelche Leinentechniken anwenden zu müssen, damit ich ihn halten kann, dann bewirbst du dich jetzt www.matteo-lüderitz.de. Wir sehen uns.